machen eine Versuchsanordnung zu Manipulation. In dem anderen Tag untersuchen wir die Spannbreite der Reaktionen von Person A wie Andrea auf die Berührung von Person N wie Norbert. Dabei ist ein spezifischer Aspekt die Modulierbarkeit des Muskeltonus in 4 Graden bei Person A. Von 0 ruhend, passiv, zu 1 nachgebend, 2 dialogfähig, 3 widerstandleistend. Andrea und Norbert werden Ihnen die Entwicklung durch alle 4 Stufen in den nächsten 2 Minuten mal demonstrieren. Und bisher war Andrea auf Stufe 0. Gibt es Spannung im Passivsein? Wenn die Tänzerin von passiv zu nachgebend wechselt, was verändert sich in ihrem Körper und was in ihrem Mind? Wie ist die Modulierbarkeit innerhalb von Stufe 1 nachgebend? Dialogfähig. Ist Widerstand eine physikalische Größe oder hat er eine politische Dimension?